Ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Eurotruck Simulator, Folge 251 oder Folge 11, 7, 8, 6, 10, 11, 11 von Staffel 2. I guess. Aber müsste. Nee, doch, haut hin. Voll verwirrt gerade. So. Na, dann machen wir mal hier mit der Party in die Ohren. Was macht denn da? Ey, überhol dich, du Affenarsch. Digga, immer hier bei diesen Umfahrungsstraßen flackern hier Texturen, sag mal. Was ist denn da los? War doch früher nicht, oder? Aber auch nur hier, nur bei der Umgehungsstraße. Überall anders hier ist alles normal. Lol. Warum bremsen die immer? Die Straße vor denen ist doch frei. Hä? Jetzt beschleunigt der wieder. Jetzt bremst der. Und der fährt mit genau vor der Spur. Junge, fahr. Kann sein, dass der gelbe Wagen vor uns die verwirrt? Weil ist schon ein bisschen auffällig.
Warum fährt er so langsam? Digga, wir fahren gerade mal 60 und der. Ach, ein Nährchen. Kreisverkehr, zweite Ausfahrt nehmen. Rechts halten und dann rechts abbiegen. Yeah, yeah. Biege nach rechts ab. Kreisverkehr, zweite Ausfahrt nehmen. Nie diese Ausfahrt. Demnächst rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Oh Gott, hier wieder wegen. Biege nach links ab. Demnächst rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Hallo. Demnächst rechts abbiegen. Biege nach rechts ab.
Ausgezeichnet. Wow, wir haben fast ganz Level geschafft. Wow. Not bad. Nice. So, Firma, E-Mails. Wir haben diverse E-Mails von der Bank. Aha. Ja, genau. Konto überzogen und Konto wieder ausgeglichen. Easy. So. Bohrsäure, 27 Tonnen. Wow. Mit dem DAF. Ja, ganz ehrlich, warum nicht? Let's go. Schöne kleine Mission, easy. Tandem auf Liga, natürlich, klar. Fahrt vorsichtig. Wo geht's hier raus? Links, rechts? Ne, kommt mal nach links. Ach, da. Noch auf! Ach, leg mich doch am Arsch. Demnächst rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Demnächst rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Demnächst rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Geradeaus. Ja, ich wollte eigentlich das. Ja, schon wieder gewonnen. Let's go! Im echten müssen wir gar nicht gucken. Da wird man einfach einschlafen. Weil sobald es grün wird, fangen die Hände einem eh an zu hupen. Wovon du wieder wach wirst. Von daher easy. Ja. Die Autohalter sind in der Regel immer sehr, sehr zuvorkommend, ja, und unterstützen einem quasi in seinem friedlichen Schlaf. Sehr fürsorglich. Aber ich glaube, die Ingame hupen auch, ne? Wenn man zu lange rumsteht auf der Straße. Aber gut, hinter uns ist gerade keiner. Oh, Alter!
Habe ich den gerade angeditscht? Oder warum hat er jetzt Doppelblinker an? Ich bin doch super durchgesmoost. Jetzt bin ich verwirrt. Oder machen die schon Doppelblinker an, wenn man an ihn zu nah vorbeizieht? Weil er sich gerade in die Hose gemacht hat. Wann ist das Ziel? Immer geradeaus. Achso, jetzt wird das Auto unter uns. Ja gut, let's go. Ich mag diese Dinger. Die sind immer so. Ha. Ich weiß nicht, irgendwie mag ich die Dinger. Links halten und dann links abbiegen. Biege nach links ab. Guck mal, das ist eine Werkstatt. Wollen wir die aufsuchen? Kennen wir die schon? Nee, ne? Können wir gar nicht kennen. Wobei, nee, das ist kein Fragezeichen. Wisst ihr, wir haben bei der Strecke gerade gar nicht auf Fragezeichen geachtet. Na egal. Scheint auch keine da gewesen zu sein.
So, da müssen wir rein. Okidoki. Biege nach links ab. Wir sind fertig. Perfekt. Just perfekt. Hatte kommt, das reicht fürs nächste Level. Scheißendreck. Oh, guck mal, noch eine kurze Mission. Schon wieder da oben. Ha, wo bist du? Und auch da oben. Boah, Alter, auch schon richtig hier. 26k. Ich würde aber gerne erstmal das nächste Level schaffen. Ich glaube, wir nehmen einfach mal die Mission hier. Ich würde nur mal hoffen, dass wir auch immer andere Strecken. Es ist alles da oben. Ich meine, klar, ne, hier oben ist es halt am lukrativsten, weil wir da die ganzen Tandem auf Flieger fahren können. Ist keine Navi um. Aber trotzdem, ich will gerne mal hier unten irgendwie ein paar schicke Missionen haben. Ne, hier gerade so und da so. Ne, klicken wir hier direkt drauf. Mal gucken, was wir da so haben. Nee, nee, nee. Weil es auch eine schöne Strecke ist. Gibt's denn keine, die einfach mal hier oben irgendwie lang führt? Also über die Inseln selber? Kann doch nicht wahr sein. Leck mich doch am Arsch. Nein. Nehmen wir doch die hier. Oh, scheißen Dreck. Gut, aber das machen wir nächste Folge. Von daher, bis dann.